Ubisoft hat ja leider bei dem vielversprechenden Vorgänger einiges falsch gemacht. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, ob sie in diesem Nachfolger die ganzen Fehler ausbessern konnten. Right now, and we might not even know. Um das gleich mal vorwegzunehmen, ja, in Assassin's Creed 2 konnte Ubisoft die meisten und auch die größten Macken des Vorgängers wirklich ausbügeln. Aber es bleiben auch hier noch ein paar Sachen, die nicht so toll gelaufen sind. Storytechnisch beginnt das Spiel unmittelbar nach dem Ende des ersten Teils. Desmond schafft es endlich mit seiner neuen Verbündeten Lucy aus Abstergo zu fliehen. Das erweist sich allerdings als nicht allzu einfach. Holy shit! Trotzdem schaffen die beiden es irgendwie und Lucy bringt Desmond zu einem Versteck, wo er auf sein neues Team trifft. Bestehend aus dem immer ziemlich sarkastischen Sean Hastings. What's all this stuff for? This stuff, Desmond. Oh, this stuff is nothing special, really. This stuff. It's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart, really. Und aus dem Technikfreak Rebecca Crane. Hey, Desmond. What's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of Baby. It's my job to keep her up and running. Baby? Und nur weil Desmond jetzt aus Abstergo fliehen konnte, heißt das natürlich nicht, dass er nicht auch wieder in den Animus zurück muss. Denn auch das neue Team besitzt ein Animus. Animus 2.0. Mit dem soll Desmond nämlich wieder in die Vergangenheit seiner Vorfahren reisen, um dort weiterhin nach den Edensplittern zu suchen, um Abstergo zuvorzukommen. Diesmal erlebt Desmond aber nicht die Geschichte von Altair, sondern die seines Vorfahren Ezio Auditore da Firenze. Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Silenzio, my friends! Silenzio! Grazie! Der lebte nämlich im späten 15. Jahrhundert zur Zeit der Renaissance in Italien, genauer gesagt in Florenz. Und da merkt man schon den großen Unterschied zwischen Ezio und Altair, denn während Altair immer noch ziemlich kühl war und abweisend, ist Ezio ein ziemlicher Jungspund und hat nur Unsinn und Frauen im Kopf. Ezio, let Christina sleep. There will be time enough for that. Later. Aber das ist auch kein Wunder, denn immerhin kommt er aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater ist zum Beispiel Direktor einer Bank in Florenz. Allerdings hat er auch noch einen Zweitjob, denn er ist heimlich Assassine. Einer seiner Aufträge verläuft aber nicht so wie geplant und er und die Brüder von Ezio werden verhaftet. Sir Ezio! Thank God! What happened? Where is everyone? They took your father and brother to the Palazzo della Signoria, to prison. And my mother, my sister. Ezio. Claudia. Ezio will ihn natürlich retten und deckt währenddessen auch das Geheimnis seines Vaters auf. Er entdeckt nicht nur, dass er ein Assassine war, sondern dass er auch dabei war, eine große Verschwörung aufzudecken. Und weil Ezio nichts anderes übrig bleibt, tritt er natürlich in seine Fußstapfen und will das zu Ende führen, was sein Vater begonnen hat. Natürlich sind auch wieder irgendwie die Templer darin involviert und ein gewisser Rodrigo Borgia ist anscheinend der Drahtzieher hinter der ganzen Sache. Da der seine fiesen Machenschaften aber nicht alleine durchziehen kann, braucht er natürlich viele Verbündete. Und um seine Machenschaften endgültig aufhalten zu können, tötet sich Ezio nun einen Weg durch seine Gefolgsleute. Gentlemen, tomorrow a new sun rises over Firenze. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Und viel weiter will ich auf die Story auch gar nicht eingehen. Die ist wesentlich komplexer als das, was ich gerade hier angerissen habe und bereitet auch noch viele Wendungen und Wirrungen vor. Und endet, so viel kann ich sagen, in einem ziemlich abgefahrenen Finale, das die Gemüter ein wenig spalten könnte. Es stellt nochmal so ein bisschen alles auf den Kopf, was wir von der Serie und von der Welt, in der es spielt, also unserer Welt, zu glauben dachten. Und das ist so ein Hit-und-Miss-Ding. Also vielen hat dieses Ende gefallen. Es gibt aber auch Leute, die gedacht haben, was ist das denn für ein Quatsch? Und
da überhaupt keinen Spaß dran hat. Ich persönlich muss sagen, mir hat es wirklich sehr gefallen, weil das schon so abgefahren war, aber auch gleichzeitig wieder so gut gemacht, dass es mich nicht weiter gestört hat. Das Gameplay hingegen bei Assassin's Creed 2 ist relativ altbekannt, wenn man den Vorgänger kennt. Die Hauptbestandteile des Gameplays sind natürlich das Kämpfen und das Klettern, was hier und da noch ein wenig verfeinert wurde. Beim Kämpfen hat sich nicht allzu viel getan, die Steuerung und die Kombos sind auch teilweise wirklich die gleichen geblieben. Allerdings gehen sie jetzt ein wenig flüssiger von der Hand und sind nicht mehr ganz so hakelig. Noch dazu darf Ezio seine versteckten Klingen, von denen er jetzt auch zwei hat, auch zum Kämpfen benutzen. Im ersten Teil konnte man damit nur, wenn man gutes Timing hat, ein paar Konterkills ausführen und natürlich die üblichen versteckten Kills. Jetzt können die Klingen aber auch als wirkliche Waffe eingesetzt werden, mit denen man Gegner angreifen und Angriffe blocken kann. Eine Neuerung, die auch dazu gekommen ist, ist, dass Ezio seine Gegner jetzt auch entwaffnen kann. Das ist besonders bei großen Gegnern wie den Rohlingen mit schweren Waffen richtig gut. Denn da kann man mit einem gezielten Konter einfach die Waffe aus den Händen seiner Feinde reißen und sie ihnen dann auch prompt wieder zurückgeben. Und das sieht auch sehr cool aus, weil hier die Animationen auch wieder richtig schön gemacht sind. Das gleiche gilt auch fürs Klettern. Da hat sich auch ein wenig was getan. Es funktioniert zum einen ein wenig flüssiger und es gibt jetzt tatsächlich eine Taste zum schneller Klettern, die man ja, gerade wenn man die Nachfolger kennt, im ersten Teil noch schmerzlich vermisst. Denn so kommt man diesmal relativ flott die Gebäude rauf. Ein Kritikpunkt aus dem ersten Teil war ja, dass man die Steuerung ab und zu aber trotzdem komplett vergessen kann, gerade in hektischen Situationen, und das hat sich leider auch hier nicht geändert. Immer noch gibt es Situationen, wo Ezio einfach zum Verrecken nicht um eine Ecke klettern will, obwohl es da ganz offensichtlich weitergeht, oder man springt über ein Häuserdach und er hält sich aber nicht fest am anderen Ende oder titscht einfach von der Kante ab. Das habe ich schon so oft erlebt. Und auch gerade in so hektischen Situationen, wenn man verfolgt wird und so weiter, ist die Steuerung immer noch nicht wirklich ausgereift dafür. Ich hatte einfach schon Phasen im Spiel, wo man vielleicht auch noch was auf Zeit erledigen musste, wo man die Steuerung einfach komplett vergessen konnte. Und das ist einfach wirklich frustrierend und nervig. Aber nicht nur Ezio hat einiges im Klettern dazugelernt, sondern diesmal darf man im Spiel auch mit Desmond klettern. Denn der Animus, in dem er liegt, bietet einen coolen Bonus. Den sogenannten Sicker-Effekt. Dadurch lernt Desmond nämlich alle Bewegungen, die sein Vorfahre lernt. Darum kann es manchmal in der Story vorkommen, dass ihr auch mit Desmond irgendwo langklettern dürft. Was schon ziemlich abgefahren war, wenn man an den ersten Teil zurückdenkt, wo man mit ihm ja eigentlich nichts machen durfte, außer durch die Büroräume zu laufen. Allerdings wurde das Gameplay noch ein wenig erweitert. Denn mit Ezio kann man jetzt zum Beispiel auch Leute bestehlen, um an Geld zu kommen. Oder man durchsucht die Stadt und plündert Kisten. Noch dazu war es im Vorgänger nur möglich, unterzutauchen innerhalb dieser gelehrten Gruppen. Diesmal darf Ezio das sogar in jeder Gruppe Menschen tun, die an ihm vorbeiläuft, was auch einen taktischen Vorteil bietet, wenn man sich mal schnell vor Wachen verstecken muss. Wenn die Wachen einen entdecken bei etwas, ja, was man nicht unbedingt tun sollte, dann läuft es immer noch gleich ab. Ihr werdet verfolgt und müsst euch vielleicht einen Kampf stellen. Ihr könnt euch natürlich auch verstecken. Allerdings hat sich das Fahndungssystem ein wenig verändert, denn im ersten Teil war es ja so, dass sobald ihr versteckt wart und die Wachen euch nicht mehr gefunden haben, wart ihr automatisch wieder inkognito. Hier ist es allerdings so, es gibt jetzt eine Anzeige, die sich immer langsam füllt, wenn ihr etwas Verbotenes tut, und wenn sie ganz voll ist, werdet ihr permanent gesucht. Diese Anzeige könnt ihr aber lernen auf verschiedene Arten und Weisen. Zum einen könnt ihr, das ist glaube ich die schnellste Möglichkeit, Steckbriefe, die in der ganzen Stadt verteilt sind, abreißen. Oder ihr bestecht Herolde, damit sie nicht irgendwelche Fake News über euch verbreiten. Oder wenn es mal ganz hart auf hart kommt, könnt ihr auch ein paar Augenzeugen beseitigen. Ihr seid übrigens nicht allein auf euch gestellt in den Städten, in denen ihr unterwegs seid, von denen es übrigens vier an der Zahl gibt. Zum einen Florenz, Forli, die Toskana mit dem anliegenden San Gimignano und natürlich Venedig, die alle sehr schön dargestellt sind und auch wieder sehr atmosphärisch sind, was auch wieder zum Großteil an der Musik liegt und an der Inszenierung der Spielwelt an sich. Denn ihr könnt euch jetzt in den verschiedenen Städten sogar ein wenig Hilfe holen gegen ein wenig Geld, denn überall stehen Diebe, Söldner oder Kurtisanen rum, die ihr für kurze Zeit anheuern könnt, die dann für euch Wachen ablenken oder in deren Mitte ihr euch dann auch verstecken könnt. Außerdem gibt es neben der Hauptstory natürlich auch noch einiges zu tun. Zum einen habt ihr natürlich wieder verschiedene Türme, auf die ihr klettern müsst, um die Karte aufzudecken. Da hat sich jetzt nicht so viel getan, aber es ist halt immer wieder schön, diesen Überblick über die Stadt zu sehen.
Zum anderen gibt es aber auch viele Nebenmissionen, wie zum Beispiel Rennen, die man bestreiten darf. And if you're right, what do I win? Perhaps a private riding lesson? Lend me a horse. Oder Botengänge, in denen man Briefe überbringen darf in einer gewissen Zeit. Oder auch verschiedene Prügelaufgaben, mit denen man meistens untreue Ehemänner für Frauen verprügeln darf. In der ganzen Spielwelt sind auch sogenannte Glyphen versteckt. Komische Artefakte, die überall mal auftauchen, die man aber auch nur durch Einsatz des Adlerauges finden kann. Die euch dann Rätsel bieten, die ihr lösen müsst, die unsere ganze Weltgeschichte auch nochmal so ein bisschen auf den Kopf stellen, um uns weismachen zu wollen, dass die Templer und die Assassinen schon immer da waren und auch die Edensplitter eine große Rolle spielen. Die sind an sich ziemlich cool, obwohl ich nicht so der Rätselfan bin, aber das, was sie so ja einem erzählen wollen, das packt nochmal so eine ganze Schippe auf dieses Mysterium, was Assassin's Creed da immer bietet, obendrauf und sind auch irgendwie sehr stimmig. Wenn ihr davon alle erfolgreich gelöst habt, schaltet ihr zudem sogar noch ein großes Geheimnis in Form eines Videos frei, was nochmal unsere ganze Entstehungsgeschichte auch so ein bisschen auf den Kopf stellt. Also es ist schon viel Quatsch dabei, aber es ist einfach unterhaltsamer Quatsch, der einfach Spaß macht und ja gut in dieses Setting passt. Außerdem gibt es in den Städten an verschiedenen Stellen geheime Gräber zu erkunden, was so kleine Dungeons im Untergrund sind, die meistens aus verschiedenen Geschicklichkeitsherausforderungen bestehen, wo ihr eventuell einfach nur euch ja einen Weg suchen müsst, wie ihr da durchkommt und durchklettern könnt, oder auf Zeit einen gewissen Weg hinter euch lassen müsst. Als Belohnung dafür bekommt ihr sogenannte Assassinensiegel, die ihr dann später wieder verwenden könnt. Denn während der Story erhält Ezio irgendwann Zugang zur Familienvilla in Monteregioni, die momentan von seinem Onkel Mario bewohnt wird. Don't you recognize me? It's a me, Mario! Ezios Onkel Mario weiß auch von seinem Vorhaben und unterstützt ihn auch so gut wie es geht. Diese Villa ist allerdings nicht nur da, damit man irgendwie einen Rückzugsort hat, sondern sie hat auch spielerischen Wert. Denn die Villa und das umliegende Städtchen Monteregioni können nämlich durch eure Taten aufgewertet werden. Dieses kleine Dörfchen ist nämlich ziemlich heruntergekommen und wenn ihr jedoch genug Geld anhäuft und die Villa nach und nach verbessert, was ihr durch einen großen Kartentisch macht, verändert ihr so auch das Aussehen der Stadt. Denn nach und nach erholt sie sich wieder, die Bretter von den Fenstern der Villa verschwinden und es kommen immer mehr Leute und die Stadt wird einfach belebter. Das bringt jetzt nicht unbedingt was für die Story, aber es macht einfach Spaß und erfüllt so ein bisschen diesen Komplettismus, den man mal gerne in solchen Spielen hat. Außerdem bekommt ihr auch jede Menge Rabatt in den Geschäften, wenn ihr die auch noch aufwertet. Denn ja, es gibt auch Geschäfte in diesem Spiel, wo ihr euch tatsächlich neue Ausrüstung und Waffen kaufen könnt. Das war im Vorgänger ja immer storybedingt, wann ihr was Neues bekommt. Hier hängt es von eurem Geld ab. Denn ihr könnt euch nicht nur neue Rüstungsteile kaufen, die auch ganz cool aussehen und auch eure Lebensanzeige vergrößern, sondern natürlich gibt es dort auch Waffen und nicht nur Schwerter und kleine Waffen, sondern teilweise auch Hämmer und andere Gadgets, die ihr noch verwenden könnt im Kampf. Neben den Schmieden, wo man sich diese Sachen kaufen kann, gibt es auch noch Schneider, Ärzte und Kunsthändler, wo ihr auch weitere Sachen für eure Villa kaufen könnt oder euch größere Taschen für eure Munition und so weiter besorgen könnt. Wenn ihr euch gut um die Villa kümmert, bekommt ihr auch regelmäßig Einnahmen, die ihr bei Bedarf dann auch wieder abholen dürft. Und wenn ihr das gut macht, dann lasst mich euch sagen, seid ihr gegen Ende des Spiels unfassbar reich. Außerdem könnt ihr in die Villa die vorher bereits angesprochenen Assassinensiegel bringen. Denn wenn ihr davon alle gesammelt habt, dann schaltet ihr eine besondere Rüstung frei. And this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. Die Schmiede sind allerdings nicht die einzige Möglichkeit, wie ihr an neue Waffen kommt. Denn auch storymäßig bekommt ihr immer neue Ausrüstung geschenkt. Diese wird euch meistens hergestellt von Leonardo da Vinci, der tatsächlich auch einen Auftritt im Spiel hat. Und das ist ein wirklich sehr, sehr cooler Charakter, den man immer mal gerne wieder besucht. Now all that's left is to remove your ring finger. Really? I'm sorry, but this is how it must be done. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it. Bene. Do it quickly. I was only having fun, Ezio. Though the blade once required a sacrifice, it's been modified. You can keep your finger. Das liegt zum einen auch an der Vertonung, denn auch hier
wie im Vorgänger gilt wieder, die englische Vertonung ist wieder super und auch sehr authentisch, da sie alle so ein bisschen mit italienischem Akzent sprechen und teilweise auch ganze Sätze auf Italienisch von sich geben. In der deutschen Version ist das allerdings wieder mal nicht ganz so. Da ist die Sprachausgabe auch ganz ordentlich geworden. Gerade Leonardo da Vinci, der im Deutschen von Simon Jäger gesprochen wird, der deutschen Stimme des Jokers zum Beispiel. Und der macht das auch einfach super. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohlauf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Aber auch hier haben sie es einfach wieder komplett eingedeutscht. Da gibt es fast keine italienischen Sätze und auch der Akzent fehlt halt komplett. Was ich immer ein bisschen schade finde, weswegen ich gerade diese Spiele auch im Original wesentlich mehr bevorzuge. Ansonsten ist die ganze Inszenierung auch so ein wenig Hit und Miss, muss man sagen. Weil manche Story-Missionen sind wirklich gut inszeniert mit richtig schönen Cutscenes. Also die gab es im Vorgänger ja so gesehen auch nicht wirklich. Nur ab und zu mal vereinzelt. Hier sind es aber wirklich so filmreife Cutscenes, wo manchmal der Ton aber auch ein bisschen zu schwach ist oder nicht richtig gut abgemischt. Und das kratzt dann auch so ein bisschen an der Atmosphäre. Und die wechseln sich leider auch in der Qualität ein wenig ab. Denn zum einen gibt es halt die sehr gut vertonten und gut gemachten mit Schnitt und Kameraführung Cutscenes. Dann gibt es aber auch wieder diese ekelhaften Standard-Cutscenes, die ich in keinem Videospiel mehr sehen kann, wo einfach die Charaktere in dieser Szene durch diese billigen Standard-Animationen animiert werden. Es gibt aber auch ziemliche Highlights während der Mission, denn die bestehen nicht nur immer daraus, geh hierhin und töte Person A und komm wieder zurück zu Punkt B, sondern man darf tatsächlich ab und zu auch mal ein paar Gefährte ausprobieren, wie zum Beispiel eine Kutsche. Und ein abgefahrenes Fluggerät, was von Leonardo da Vinci gebaut wurde. Marcuse! Shoot! Shoot the flying demon! Ihr seht also, Ubisoft hat sich sehr bemüht, da wirklich ein wenig Abwechslung reinzubringen. Das Videomaterial, was ihr hier seht, stammt übrigens aus der Assassin's Creed Ezio Collection, die für die Last Gen mal veröffentlicht wurde, als Remaster der alten Teile. Und auch die ist so eine Hit-und-Miss-Angelegenheit. Denn an sich, ich fand die Grafik von Assassin's Creed 2 schon immer ein bisschen schwächer als die aus Assassin's Creed 1. Die sieht hier in dem Videomaterial natürlich ein wenig besser auf, weil sie ein wenig aufgehübscht wurde. Auch an den Lichtverhältnissen wurde ein bisschen was gedreht und es hat schon wirklich teilweise echt schöne Momente. Aber gerade was Details und so weiter angeht, sah es nie so gut aus wie der Vorgänger, hatte ich immer das Gefühl. Auch der Look ist ein wenig bunter und so ein bisschen, ja, will ich mal sagen, comicartiger geworden. Und der erste war dann noch so ein bisschen düsterer und ein bisschen dreckiger, was mir mehr gefallen hat. Aber das ist halt auch wieder Geschmackssache. Die aufgehübschte Ezio Collection lohnt sich da allerdings nur bedingt, weil es teilweise auch noch so ist, dass sie wirklich nur die Grafik ein wenig aufgehübscht haben und die Textur ein wenig verbessert haben, was zum Beispiel absolut nicht mehr geht und ich finde eine bodenlose Frechheit ist, dass das Spiel immer noch, obwohl es eine Generation später rauskommt, die wesentlich stärker ist als die Vorgänger, immer noch unter großen Pop-ups leidet. Also gerade in manchen Szenen des Spiels fällt es einem besonders auf, wenn man über eine große Ebene reitet und wirklich keine 20 Meter vor einem ploppender Gebäude, Bäume oder Menschen auf. Und das geht einfach nicht. Gerade bei so einer Remastered-Version auf einer stärkeren Plattform sollte sowas behoben werden. Aber da sieht man schon das neue Ubisoft, was nicht mehr das Ubisoft von damals ist, die jetzt nur noch anscheinend nach dem Motto arbeiten, hey, möglichst wenig Arbeit reinstecken, der gute Name verkauft sie schon. Und das ist leider echt traurig. Auch wenn es auf Blatt Papier wirklich gut klingt mit der Ezio Collection, da ja die drei Ezio-Spiele drin sind, plus dann noch ein wenig Bonusmaterial, wie zum Beispiel der Kurzfilm Assassin's Creed Lineage, was ein Realfilm ist, der die Vorgeschichte von Assassin's Creed 2 erzählt. Der befindet sich auch auf der Disc, ist aber auch wirklich eine absolute Frechheit, was da geboten wird, denn das Bildmaterial ist nicht das Beste, die Tonqualität klingt wie aus einem Eimer und man darf nicht mehr wirklich die Sprache auswählen, die man gerne in diesem Film haben würde. Also wenn ihr diesen Film gucken wollt, und der lohnt sich eigentlich ziemlich, er ist halt eine Low-Budget-Produktion, deswegen sieht er hier und da nur okay aus, aber er macht schon einiges richtig, dann gebe ich euch einen Tipp, guckt ihn euch auf YouTube an, da habt ihr mehr von. Eine bessere Qualität und ihr könnt euch sogar die Sprache auswählen. Ich bin Giovanni Auditore und wie alle meine Vorfahren bin ich ein Assassine.
Ubisoft hat also einiges getan, um die ganzen Macken des Vorgängers auszubessern, und das ging ja auch voll auf. Ich glaube, der zweite Teil gilt unter Fans heute noch als eine der besten, und auch mich hat er überzeugt, obwohl ich halt, wie auch schon im Review vom ersten Teil angedeutet habe, dass ich Ezio nicht so cool finde wie jetzt zum Beispiel in Altair, aber das ist halt auch wieder Geschmackssache. Ezio ist aber trotzdem ein sehr cooler Charakter und wie gesagt auch sehr toll vertont im Englischen, und auch die Story wird gut weitererzählt. Man hat hier und da halt immer noch ein paar Stellen, die sich mehr nach Arbeit anfühlen als nach Spiel, wenn man die Karte wieder aufdecken muss oder wenn man mal dahin laufen muss und einfach so ein paar nervige Sachen machen muss. Noch dazu hat das Spiel leider diese ekelhaften Missionen eingeführt in die Serie, die sich danach auch nur durch diese ganze Saga ziehen, indem man Leute unauffällig verfolgen muss. Und sobald mal irgendwie ein kleines Blatt zwischen der Sicht von Ezio und den Verfolgenden ist, geht direkt ein Countdown los und ja, das hat dieses Spiel leider eingeführt und ich hasse Ubisoft ein wenig dafür. Und noch mehr für andere Sachen. Aber an sich ist das Spiel eine wirklich würdige Fortsetzung und macht definitiv nach diesem abgefahrenen Ende auch Lust auf den nächsten Teil. Deswegen kann ich dem Spiel auch ohne große Frage eine 8 von 10 geben, da es mir auch heute noch viel Spaß gemacht hat, bis auf die angesprochenen Schwächen im Gameplay, die es halt immer noch gibt, die noch nicht ausgebessert sind. Und die, so kann ich schon mal viel verraten, auch in den nächsten Teilen kaum ausgebessert werden. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann und sich so ein bisschen auf dieses ganze Genre und diese ganze Atmosphäre und auf dieses ganze Assassinen gegen Templer einlassen kann, dann wird man da schon seinen Spaß mit haben. Aber ob ihr jetzt wirklich die Assassin's Creed Ezio Collection braucht, ist so eine Frage. Wie gesagt, sie ist so ein zweischneidiges Schwert und da müsst ihr dann halt selbst entscheiden. Aber Assassin's Creed 2 lohnt sich dann doch auf jeden Fall. Ja, und auch hier gilt, wenn ihr jetzt unbedingt noch mehr von dem Spiel sehen wollt, aber keinen Bock habt, es selbst zu spielen, auch zu diesem Teil habe ich ein Let's Play gemacht vor vielen, vielen Jahren. Und auch hier ist die Qualität, also die Bildqualität, nicht so die beste, aber es ist jetzt auch schon mittlerweile, ja, ziemlich alt. Also falls ihr noch Bock habt, ein bisschen mehr davon zu sehen, dann könnt ihr da gerne auch mal reinschauen.